Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Universitätsleben. Und ja, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Perfekt. Was können wir denn mit dir jetzt noch machen? Du könntest an einer Gastvorlesung teilnehmen. Ich glaube, das machen wir dann auch gleich. Die Charlie, die hat sich ja einen Tag freigenommen, beziehungsweise... Warte mal, das haben wir nämlich eben noch nicht gemacht. Dann gucke ich mal. Dann machst du das jetzt mal zuerst, damit wir... Außerdem hast du deinen Spaß jetzt schon voll. Und mit dir geht's jetzt gleich, wenn du jetzt mal so weit bist. Okay. Sehr interessant. Geht's jetzt erstmal zu einer Gastvorlesung. Oh, verdammt, wir haben ja den Igel, ne? Sollen wir mal gucken, dass wir mit dem Kleinen uns darum kümmern. Da bin ich mal gespannt, was wir für Vorlesungen zur Auswahl haben. Ah. Okay, zwischen 17 und 19 Uhr. Kein Problem, hier oben gibt es ja Computer. Das heißt, du könntest eigentlich an deiner... Ich dachte, ach, du musst ja gar nicht. Okay, dann kannst du vielleicht auch, was könnten wir denn machen? Produkt verwerfen. Du kannst natürlich keine Mechanismen herstellen. Hätte Charlie jetzt machen können. Apropos, weißt du was? Wie wäre es, wenn wir die hier hinbringen? Und dann könntest du nämlich hier deine Mechanismen dingsen. Und du kannst ja ein bisschen für geliebtes Arbeitsrecht lernen. So, du kümmerst dich um dich selbst. Um sich selbst kümmern. Und du machst ja schon das, was du machen sollst. Aber dann macht wenigstens die Charlie auch was an ihrem freien Tag. Und wir können dann in der Zeit halt warten, bis 17 Uhr ist und dann, ja, hoffen. Dann müssen wir aber irgendwie Charlie dann wieder nach Hause schicken, ne? Oder sie geht halt von alleine. Wie jetzt? Ach so. Du bist schon fertig gewesen. Sehr schön. Immer noch 9 Stück. Vielleicht kriegen wir die ja heute tatsächlich auch mal hin. Dann können wir tatsächlich einen Servo machen. Und jetzt lassen mich die Sims hier einfach nicht in Ruhe. Du, könntest du... Daniel! Bist du nicht der Daniel von damals gewesen, der mit der Angela zusammen... Ashley zusammen war? Nee, oder? Der sah doch total anders aus. Aber er hieß auch Daniel, ne? Oh, du musst ja heute auch zur Uni. Stimmt ja, da war ja was. Ah gut, dann, ich wollte ja eigentlich die Abschlussarbeit einreichen, aber na gut, passiert. Dafür haben wir ja dann
nur ein paar mehr Mechanismen zusammen. Immer noch 7. Kein Problem. Ach, guck mal, die Megum Aito. Mit der können wir uns doch mal anfreunden, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben. Hat Art gearbeitet und setzt mit. Und ist jetzt. Wow. Zweier Grundschüler. Ja. Oh Mann. Kennen wir die denn jetzt wenigstens? Nein, 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 nicht gehen. Kannst du dich vielleicht versuchen, noch vorzustellen? Hm, Gott, noch schlimmer geht's nicht, ne? Könntest du. Die treffen wir doch nie wieder. Machst du für mich meine Hausaufgaben oder was? Okay. Irgendwie ganz komisch. Ich denke mal, die werden wir auch nie wieder zu Gesicht bekommen. So. Ihr macht euch natürlich Notizen. Ist ja klar. Und 4000 Simoleons hat die liebe Charlie an ihrem freien Tag verdient. So, noch wenige Minuten, dann können wir endlich in eine Gastvorlesung. So. In Gastvorlesung teilnehmen. 3 Gesetze der Robotik. Was? Ach so. Nee, wir wollen da alleine dran teilnehmen. So. Oh, eine 1. Das ist sehr schön. Ja, natürlich. Biologie ist ja klar. 4 Kurse müsste sie noch. Denkst du, dann machen wir jetzt mal 2. Natürlich von zu Hause aus. Müde bist du, ne? Dann solltest du dich vielleicht mal erstmal um dich selber kümmern. 3. Trimester in 4 Stunden. Was ist beschämt? Überheblich, weil Sim nicht überzeugen kann. Ja, damit kommst du jetzt? Ist ja schon Ewigkeiten her wieder. So, dann hätten wir doch zumindest mal den Teil erledigt. Da fehlt uns noch ein Gastvortrag, aber ich glaube nicht, dass wir den jetzt noch hier eindrücken sollten. Deswegen fahren wir jetzt wieder nach Hause. Der Dozent schien nicht besonders gut auf das Thema vorbereitet gewesen zu sein. Vielleicht gelingt ihm nächstes Mal eine bessere Präsentation. Ach ja. Mitnehmen werden wir niemanden. So. Und Ashley ist wieder zu Hause. Das heißt, du kannst auch direkt die Hausaufgaben machen für deinen Kurs. So. Dann bitte hier oben. Wieso willst du denn das Produkt hier wieder verwerfen? Willst du mich eigentlich verkackeiern? Aha, Branka. Dann bitte weitermachen. So,
So, und du hast doch bestimmt deine Hausaufgaben auch noch nicht gemacht. Hausaufgaben hast du gemacht? Wie viele Tage hast du noch? Drei Tage. Ich glaube, da werden wir auch noch ein paar Kurse mal draufhauen. Weil arbeiten geht es ja sowieso nicht. Und dann kann sie, denke ich, auch mehr Kurse machen. Es wird zwar auch stressig werden, wenn dann auch das Kind da ist. Und Moment, du bist noch nicht fertig. Oh, kannst du noch Zusatzhausaufgaben machen? Ja, perfekt. Und dann kannst du dich gerne ins Bettchen hauen. So, wie sieht's hier oben aus? Eigentlich soweit ganz gut. Du gehst ins Bett. Und du bist gerade an deinen zweiten Hausarbeiten. Ashley kann jetzt in Elternzeit gehen. Der nächste Mechanismus ist jetzt endlich fertig, aber ja, ich denke mal, das ins Bett gehen schon. Ist ja gut, dann geh doch aufs Klo. Wird richtig spaßig, wenn wir dann, wenn das Kind erstmal da ist. Ich glaube, dann werden wir sowieso gucken, dass wir den Job erstmal dingsen. Wir können ja mal um Bonus bitten. So um kurz vor 12, also Mitternacht. Da ist der bestimmt gut drauf zu sprechen, der Chef. Du sollst doch eigentlich schlafen gehen, oder nicht? Wieso kannst du denn jetzt nicht schlafen? Yay, nochmal 2000. Die Argumentation von Ashley hat ihren Chef überzeugt und Ashley hat wirklich ein paar tolle Punkte angeführt. Noch vor Ende des Gesprächs wird ihr ein Geldbonus gewährt und sie ist näher an einer Beförderung als je zuvor. Lied komponieren oder Auftritt planen. Dann werden wir das doch auch noch schnell in Angriff nehmen. Ah, wir haben da ja auch schon. Sag mal, ach nee, ach, du kannst nicht schlafen, weil das Radio an ist. Aber jetzt geht das doch, oder? Ah, wann wird es wohl soweit sein mit dem, mit der Geburt? Oh Mann. Lange kann es ja nicht mehr dauern. 210 Simoleons hat er verdient. Wow. Es ist ja mega. So, dann können wir eigentlich auch mal ins Bett hüpfen. Immer irgendwie kriegen wir das schon hin. Mit dem Kind. Und Tina ist sehr hungrig. Oh, hoho. Tina ist sehr hungrig. Dann sollten wir die Tina lieber mal füttern. Bitte, sonst stirbt die Kleine. Füll den Futternapf oder gib ihm ein Leckerli. Ah, da kommt sie angebrettert. Nach Tag fragen. Geheimnis erzählen. Nach Nagern fragen. Wie geht's ihr denn sowieso? Oh,
Aufmerksamkeit niedrig, Aktivität niedrig. So, müssen wir echt wieder... Ah, zufrieden. Jetzt müssen wir nur noch die Aktivitäten ein bisschen antreiben. Ja. So, ich denke mal, den Rest musst du selber machen, ne, kleiner Igel. Dann kannst du ja noch ein bisschen schlafen. Niedrig, Aktivität. Entlasse dein Nager in die Wildnis. Nö. Noch nicht. Und du bist jetzt auch schon wach. Oh Gott. Ja, du sollst das eigentlich reparieren, ne? Ich hoffe, das kriegst du auch gerade so noch hin. Oh Mann, muss das jetzt sein? Dann kannst du aber auch den Kack hier dann aufwischen, ne? Erst Hände waschen, dann aufwischen. Und dann musst du noch die Hausaufgaben fertig machen. So, Level 7 der Gartenfähigkeit erreicht. So, so. In einer Stunde hast du Unterricht. Du hast auch in einer Stunde Unterricht. Deswegen mach dich mal fertig. Beziehungsweise diesmal kannst du dir direkt mal was zu essen nehmen. Du musst ja nicht jeden Tag duschen. Du kannst ja mit ihr ein bisschen reden. So, Hausaufgaben erledigt. Dann können wir ganz entspannt zur Uni gehen. Heute hast du wirklich einen vollen Plan, ne? Das geht bis 9.25 Uhr und dann direkt von 9.30 Uhr bis Dings. Was ist los? Nee, du musst jetzt gleich zur Uni. Kannst du nicht... Wobei, du kannst das selbstsichere Dings mal fortsetzen. Und dann muss ich das wieder abbrechen, weil du ja dann eh weg musst. So, du gehst jetzt hier dich mal ein bisschen frisch machen. Du bist auf dem Weg zur Schule, sehr schön. Oh, da machst du dir auch schöne Notizen. So, und du machst hier mal die Theke sauber. Und musst du heute irgendwie wohin? Uni ja heute Nachmittag. Das heißt, wie viel? 13, noch 5 Stück. Dann kannst du ja noch einen machen. Und dann machst du dich soweit fertig. Und dann denke ich mal, können wir mal anfangen mit der Abschlussarbeit. Und du musst in 6 Stunden los. Hunger hättest du auch so ein bisschen. Nimmst du dir mal am besten Reste. Und ja. Und danach könntest du dir tatsächlich mal das Schelm wieder reinziehen.
Sind wir eigentlich, wir sind schon bei Band 2, ne? Das müsstest du eigentlich im Inventar haben, ne? Und du willst auch direkt wieder weg. Machst du dir dann auch noch Notizen? Und dann, meine Lieben, wird es wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.